was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more. Willkommen bei der heutigen Folge von In sportlicher Mission. Heute dreht sich alles um den Sport Tennis. Ich sitze hier mit Mario Klammer und mit Jakob Stelkolzer und wir werden Ihnen heute ein paar Fragen stellen. Wie seid ihr zwar zum Tennis gekommen? Das war bei uns beide genau gleich. Wir sind durch die Eltern zum Tennis gekommen und dann hat es uns da gekommen, wir sind dabei geblieben. Wer ist fürs Tennis geeignet? Ja, jeder, der was sich gern bewegt und was für Ballsport hat. Was für Ausrüstung wird fürs Tennis benötigt? Ja, man braucht einmal einen Tennisschläger und natürlich Tennisschuhe. Die Schuhe sollten nicht ganz eine grobe Oberfläche haben, also nicht einfach irgendeinen Turnschuh, sondern eine relativ glatte Oberfläche. Und kostentechnisch, was kommt da auf einen ungefähr zu? Ja, bei Schuhe und Schläger ca. zwischen 100 und 150 Euro und es gibt noch eine Platzmitte und eventuell einen Trainer dazu. Wie viele Trainingseinheiten kann man ungefähr als Anfänger einrechnen? Ja, circa ein bis zweimal die Woche, jeweils eine Stunde. Und je mehr, desto besser. Wer ist für Tennis geeignet? Jeder, der was sich gern bewegt und was für Ballsportarten. So, wenn Sonne mag. Wer ist fürs Tennis geeignet? Jeder, der was sich gern bewegt. Was schon? Na, du musst selber heute zu mir. Schaust du keine Ahnung, wenn du so. Wer ist fürs Tennis geeignet? Ja, jeder, der was sich gern bewegt und was für Ballsportarten über hat. Das kann man nicht. Das gibt's ja gar nicht. Nein, damals habe ich schon. 15. Mal ein. Damals jetzt habe ich schon. Jetzt glaube ich, jetzt bin ich noch weiter gekommen. Du sagst jetzt zu deinem fremden Namen, oder was? Ich darf gerne zahlen, bitte.